Unter dir, hallo Leute, mein Name ist Gutgo und willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country 3, Dixie Kongs Double Trouble mit... Stewie, hallo. Und wir sind immer noch in der Bonuswelt, wir haben ja gerade das erste Level geschafft, nach vielen verrückten Sachen. Und... okay, jetzt kommen wir zum zweiten Level, Klippenklamotte. Naja, das... Klamotte? Muss man nicht verstehen. Das ist nur eine Weste, oder? Okay, als allererstes, um es zu ver... Nein! Nein, bei dir! Ja, er ist tot. Game over screen. Nicht schon wieder. Ja! Ich dachte schon, ich schaff's genau so reinzuspringen, dass ich getroffen werde. Ja. Oh, das dauert aber. Oh! Muss ich links für irgendwas? Rechts ist, glaube ich, ein Bonus. Meine ich doch. Hinfort mit dir, Stewie! Was machst du? Ach so. Ja, okay. Ich hab nichts gesagt. Nein! Das hat's gebracht. Das hat sich gelohnt, ja. Okay. Schnappe dir 15 Bananos. Ich sammle halt irgendwie zwei Bananen. Ach, danke. Der Bonus ist cool. Ich mag den Bonus. Bei mir sind die dir gerade voll in die Fresse geflogen, die zwei Fässer. Wow! Jetzt bei mir ist er. Nein! Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wirklich in die Fresse geflogen. Komm ich noch irgendwie runter? Achso, ja, das ist ja praktisch. Ah, fuck, fast rübergekommen. Langweg. Du machst das jetzt ohne Probleme. Aber das, ja. Der Bonus ist relativ einfach. Ich hab mich vorhin bloß irgendwann dann komplett mit dem Timing vertan. Okay. Oh, also mit den Bananen scheint es relativ einfach zu gehen. Mit den Bananen. Der Bonus, meine ich, scheint es relativ einfach zu sein. Nein. Ich meine, du hast auch noch genug Zeit. Da hättest du ruhig weniger Zeit geben können, um es wirklich knapp zu machen. Bei mir hattest du es gerade eigentlich fast verschüsselt. Bei dir. Okay, jetzt können wir weiter endlich. Gibt's ja auch wieder drei Boni oder zwei? Hier gibt's drei wieder. Wow, die roten Wespen können ja doch irgendwie sterben letztendlich. Ist ja ein Weltwunder. Was eine Kehrtwende. dachte ich mir dort kaputt machen. Bumm. Und dann. Das ist auch. Das habe ich bei Videospielen nie verstanden. Du weißt, also so, die Logik wird umgestellt, dass er sterben kann, aber du musst ihn sehen, damit er stirbt. Ja. Es geht rechts weiter. Ich wollte schon sagen, joa. Also ich dachte, wollte schon Danke sagen, weil ich dachte, du opferst mich jetzt einfach. Ja, als ob. Ja, wie war das im ersten Teil bei diesem Bienenendgegner? Wo du einfach mit mir gewechselt hast und mich so hingeworfen. Stimmt. Ach ja, das war schon schön. Ja, das hätte ich nicht vergessen. Also ich will ja nichts sagen, aber seit dem Game Overscreen habe ich jetzt ein ganz anderes Bild von Dixie Kong. Mir habe ich jetzt Angst vor der. Du hast Angst vor der? Ja, aber die voll gruselig aussieht. Nein. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, komm. Du sollst nach oben, das weißt du schon. Gut. Dieser Soundtrack ist so awesome. Okay. Entschuldigung, das war sehr schlimm gesungen, ich weiß aber. Mein Hals ist noch ein wenig trocken. Zweiter Bonus? Nein. Zweiter Bonus, dachte ich. Oh, schön, das geht. Komm. Wir hatten doch aber nur einen Bonus bis jetzt. Ja. Ja, es gibt doch wieder drei, oder? Ja, ich hab gerne meinen Kommen noch. Ich glaube, ich mach's jetzt ganz sicher. Auf Nummer sicher. Yay! Ich bin froh, dass mein robuster Körper dir helfen kann. Was schießt denn eigentlich die Fässer hoch? Der ist fies versteckt. Mhm. Nein, fick dich. Warum auch immer da wieder umstellen kannst. Kannst. Ja, keine Ahnung. Um sie schwerer zu machen. Hardcore-Version. Okay, den sieht man. Oh, das ist aber ganz knapp. Ja. Siegerle Gegner! Boah, es dauert ja nicht lang oder so. Ach, das machst du einfach von ganz oben aus dann. Alter, wie lange dauert das, bis ich oben bin? Hättest du nicht mit dem linken Gegner mit dem rechten Gegner anfangs? Das wird knapp. Ein bisschen. Aber auch nur, weil du so lang brauchst. Ja, okay. Ein Profi kann das nun mal, ne?
Ja! Wer kann, der kann. Und hier ist das nächste Bonus-Ziel links, oder? Gab's hier nicht drei Boni? Moment, ich überleg gerade. Wir hatten zwei, ne? Ich ja, glaub, bis jetzt hatten wir zwei. Ich bin ziemlich sicher, dass es drei gab, aber wo soll denn jetzt noch einer kommen? Weiter oben? Ja! Wir waren doch schon lange beim G. Und diese... ja. Okay, ist sie tot? Ja, sie ist tot. Und diese Gegner sind unsterblich, das ist immer noch mies. Das sind seine stärksten Gegner bis jetzt, also... Ja, okay, obwohl die können wahrscheinlich auch durch TNT-Fässer sterben. Brrr! Ich bin gestorben! Ja, das sagt sie. Ja, hast du nicht richtig zugehört. Da ist das dritte Bonus, oder? Nein, aber drei Leben. Da gab's ja nicht... Hä? Bin ich jetzt blöd? Okay, scheinbar gab's hier doch nur zwei. Na, werden wir gleich sehen auf der Oberwelt. Ja, stimmt, genau. Lassen wir uns nicht reinlegen. Ah, doch, okay, nur zwei. Gab's hier drei. Zwillingszerwürfnis. Ja. Mhm. Antilleration. Antilleration. Ja. Oder wie heißt das? Das? Alliteration, verdammt. Antilleration. Ja, Artillerie. Hi. Ja, komm schon! Das war kein Treffer. Das war kein Treffer, ja komm, ich geb dir mal eine Chance. Danke, jetzt sterbe ich direkt wieder, ich kenne mich. Wo springt ihr hin? Hört auf! Okay. 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 Puh. Nicht dahin? Andere Richtung. Yeah! Oh, guck mal, wie die schauen. Oh yeah! Oh yeah! Kann ich nicht gegen den Vogel werfen? Ja. Nicht, dass ich dich umdrehe oder so. Nee, Spaß. Um auf Nummer sicher zu gehen. Direkt reingeworfen, aber. Oh yeah! Bienenpower! Der kann dich aber auch nicht töten, oder? Doch. Juhu! Ich liebe dich, Bienchen! Spinnchen! Warum auch immer die Spinnnetze die jetzt töten kann, aber keine Affen, die auf die raufspringen. Ja, das ergibt doch total Sinn, ich weiß gar nicht, was du hast. Oh. Dass das doch geht. Ich dachte, ich wäre jetzt eigentlich schon in der Wand drin. Wow, war ja viel. Ich dachte, da kommt ein Bonus. Hä, wann kommen die denn? Hi. Lass mich raten, ich muss ganz jetzt die Spinne behalten. Ja, ich glaube schon. Da kommt der, glaube ich. Okay, wird muss sicher gehen, dass da nicht jemand. Ey! Entgegengerannt kommt. So! Oh. So! Donkey Kong Monster! Oh! Na! Wie mache ich denn das jetzt? Auf dein Schild stellen gebe ich dir mal als Tipp. Oh! Ah, natürlich! Ich bin so blöd! Aber ich hatte recht, oder? Das dürfte reichen, oder? Oh! Nein! Hi! Das ist jetzt nicht deine. Schaffst du es irgendwann noch? Hä? Hallo? Ja, das ist unsterblich, 40. Du musst nicht TNT-Fässer benutzen, oder? Hey, jetzt auf einmal. Oh, oh. Ja, aber ein Bonus kam immer noch nicht. Ah, da natürlich. Drückst du kurz Escape? Ja. So, Bonus, 40 Sterne sammeln. Ja, das ist ja keine Herausforderung, die kannst du ja töten. Also, die Spinne ist wirklich eine sehr große Hilfe in dem Level. In diesem Level. Jo. Die macht wirklich alles einfach nur einfacher. Aber lass mich raten, wir brauchen sie auch am Schluss, oder? Nee, wir können sie nicht mehr haben am Schluss. Oh mein Gott, die war wirklich nur als Hilfe da, das ist ja unglaublich. Oh, war das knapp. Aber da bin ich ja wieder. Yay! Und für die Donkey Kong Münze. Oh. Da haben wir doch schon. Ja, aber da brauchten wir die Spinne, weil das hätte nicht geklappt. Ach so, stimmt. Stimmi, die stimmt. Wie konnte ich das nur vergessen? Kondo. Hey, oben. Ich glaube, da musst du mich hochwerfen. Würde Sinn machen, weil uns aufhören würde zu lecken. Was ist denn jetzt schon Opfer, los? Du musst dich gleich... Ist
da oben ist was Schweres, da musst du dich am besten opfern, indem du einfach nach rechts rennst. Ja, warte, es laggt gerade unheimlich. Hallo? Wieso auch immer. Jetzt ist gut. Ja, also. Was jetzt nochmal? Wenn du da oben bist gleich. Schieß dich hoch und renn einfach nach rechts. Oder, nee, warte jetzt. Du hast von denen nicht gewartet, bis die nach links springen. Weil das, eigentlich musst du mit einem TNT fast da was Gefährliches machen. Und schieß dich hoch. Jetzt einfach rennen und dich opfern. Okay. Dankeschön. Weil links ist ein also, TNT-Fass eigentlich. Ja, ja, das ist schwierig, das rüberzubringen und die Bienen zu treffen. Das ist richtig. Ja, kannst du nicht zuerst. Scheiße. Ach, du hast mal ein TNT-Fass, oder wie? Ja, ja. Oh Warum Gott, leckt das so? Zu lang. Was ist das? Scheint schon viel besser zu laufen. Oh, das ist ja echt mies. Was musst du eigentlich machen? Die Münze finden? Ja. Ja. Die Münze finden, natürlich. Finden, ja. Ich hab gedacht, die wäre halt gescheint, dass ich erst eine Spitzhacke craften muss. Ich dachte eigentlich, du musst ich dachte, die wäre in einem anderen Donkey Kong Country Teil. Ja, muss man einen Code rausfinden, den man dann da eingibt am Anfang. Du musst währenddem das andere Spiel starten. Ach ja. Was aber ja bei der Sega zum Beispiel gar nicht unmöglich war. Wo schießt denn du dich hin? Nach oben. Ach, dann halt nach unten. Ja, nicht, dass wir irgendwas verpassen. Nee, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Oh Gott sei Dank. Wahrscheinlich wäre oben nur der einfachere Weg gewesen. Da unten war jetzt nicht so schwierig. Aber dann hätten wir ja das G verpasst, oder nicht? Oh Gott. Die springen ja richtig schön. Oh, gut gemacht. Oh, ja! Ich wäre jetzt wahrscheinlich so blöd, wie ich gewesen wäre, da einfach an Seil gesprungen. Das ist behindert. Ja, Bananen sammeln. Toll. Das ist natürlich sehr großartig. Das ist sehr fair. Du musst ja, okay. Halt Glück haben, dass die oft auf einem Fleck spawnen. Ja, habe ich so gerade. Oh. Gut. Oh Gott, aber wenn die immer woanders von dann schafft man das gar nicht. Guck mal, wie viel Zeit du hast. Ja, es ist viel Zeit, aber trotzdem. Aber auch nur, weil die so oft an einem. LOL. Ja, das war jetzt. Es tut mir leid. Ah, ja. Dafür wirst du es jetzt dieses Mal schaffen. Komm schon. Ja. Zeig deine wahre Affenpower. Auf. Wow, das war gerade so in der letzten Sekunde ausgewichen. Matrix-Style. Ja. Ich verstehe diese Gegner nicht. Hey, sie sind genau vor uns, wir könnten sie verprügeln. Ach was, springen wir lieber in einem großen Abstand immer um die herum. Machen wir lieber ein Sprungmuster, dass sie eine Chance haben auszuweichen. Ja. Mal gucken. Die sind ja nur schon und... Was? Vielleicht sind die ja intelligent genug. Ja, das ist glaube ich das Problem bei Kremlings, dass sie zwar loyal sind und eigentlich auch stark, aber halt dumm wie Brot. Waren das drei Boni? Ja. Eins mit der Spinne? Ja, du wirst wahrscheinlich schon recht haben und meine Musik ist weg. Wir sind bei 7. Ja, machen wir noch ein Level. Swoopy Doopy. Bist du sicher, weil das Level ist hart wie. Ich will mir kurz zeigen, warum das. Oh nein! Kettensäge? Yannick! Nein, nicht Kettensäge. Wegen den hier. Wegen dem und wegen dem da. Weißt du, was ich bei dem nicht verstehe, bei diesen Baumleveln? Wieso fliegt er nicht einfach in den Hintergrund und an diesen Hindernissen vorbei? Ja, schon. Ja, und dann denkst du vielleicht, oh, das ist ja einfach. Wow. Aber das ist nur Schein. Was? Das ist der Was machen die da? Die fliegen da nur durch. Naja, wenigstens haben die mal einen... Flieg doch! Wenigstens haben die mal einen Nutzen, die Gegner nicht nur einmal vorkommen und dann... nie wieder. Tja. Aber es ist eigentlich schon doof, dass man Gegner zeigt, die nie vorkamen in den Credits. Was gibt's hier unten? Ah, haha, ich hab's doch gewusst. Naja, in dem Level gibt's auch drei Boni. Also irgendwie haben sie es hier in der verlorenen Welt mit diesen... Verlorenen... Was? Oh, viel Spaß mit Kiddy Kong bei dem Bonus. Danke. Ja. Geht das überhaupt mit ihm, warte? Ja. Ja, doch. So geht das. Ja, okay. Jetzt ist es zu spät. Ja, ich mach's doch bald. Das ist machbar. Ja. Kann ich da nochmal hin?
Jo. Ah, dankeschön. Ja, ja. Das wünschst du dir gerade die ganze Zeit, kann das sein? Ach, da ist er gleich direkt da. Gut. Dann haben wir ja Zeit, dann können wir dann diesen Bonus 20 Mal probieren. Das ja. Dann kriegen wir immer Bananen. Eine Bananenstaute. Oh! Komm! Oh, es geht. Ja, ist doch kein Problem! Sag ich doch! Krass. Ist doch kein Problem, Alter! Soll ich da hoch oder links? Das Level wird ja jetzt erst schwer, ja oben. Von links bist du gekommen. Oh! Dann glaube ich, gehe ich mal nach links! Oh, das gab knapp. Komm. Also ich glaube, gleich wird das Level schwierig. Nachdem diese Copy-and-Paste-Action vorbei ist. So. Da ist nix. Na gut. Da ist eine Bärenmütze! Sich dafür zu opfern war eine große Ehre, also pst. Ja, toll, aber jetzt muss ich eine der schwersten Stellen im Level gleich machen ohne dich. Vögeln ausweichen. Nee, das nicht. Ich bin schon gespannt, was es sein wird. 1000 rote Westen, so wie ich es mir vorstellen kann bei dem Spiel. Das hier. Ich muss da links rein. Jetzt mal das gehen soll. Ja, sobald die raus sind, du musst jetzt. Nee. Oha! Mal ernsthaft! Und danach kommt noch eine schwere Stelle. Das heißt, wir müssen eine der zwei schweren Stellen schaffen, ohne einen Kong zu opfern. Okay, das gibt's aber beim nächsten Mal. Ja, das war's heute mit Let's Play Together Donkey Kong Country 3! 3! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bye bye!